Tracke einfach deine sportlichen Aktivitäten auf deinem Smartphone. Mit Google Fit kannst du das super einfach machen und die grundlegenden Sachen aufzeichnen. Wie das jetzt alles funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Als erstes schauen wir uns an, wie du dein Google Fit auf deinem mobilen Gerät einrichtest und anschließend, wie die Oberfläche aufgebaut ist und das Tracking funktioniert. Anschließend schauen wir uns die Integration von externen Apps in Google Fit an und werfen einen Blick in die Einstellungen und Datenschutz. Du kannst in der Videobeschreibung zu den einzelnen Punkten springen oder das Video durchlaufen lassen, um nichts zu verpassen. Für mehr Tutorials kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Um Google Fit nutzen zu können, brauchst du ein Smartphone oder Tablet und ein Google-Konto. Dieses kannst du dir über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Anschließend musst du dir die Google Fit App, wenn sie nicht schon auf deinem Gerät vorinstalliert ist, über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Ist es nun erfolgreich installiert, musst du dich einfach mit deinem Google-Konto anmelden und schon kann es losgehen. Die Oberfläche ist ganz einfach aufgebaut. Auf der Startseite siehst du deine täglichen aktiven Minuten, zurückgelegten Kilometer, verbrannte Kalorien und deine täglichen Schritte. Darunter hast du die Möglichkeit, dir ein tägliches Schritteziel zu setzen, wo du eine individuelle Zahl oder vorgefertigte Ziele festlegen kannst. Das gleiche kannst du auch mit deinen täglichen aktiven Minuten machen. Immer wenn du dein Ziel erreicht, bekommst du eine Push-Benachrichtigung auf deinem Smartphone und in der Übersicht siehst du immer, wie du deine Ziele erreicht hast. Darunter werden dir deine persönlichen Rekorde angezeigt, welche du über das 3-Punkte-Menü ignorieren kannst oder sie als Motivation siehst, sie zu toppen. Darunter findest du dann noch deinen Gewichtsverlauf und deine letzten Aktivitäten und kommst zu deiner Zeitachse. Über das rote Plus hast du die Möglichkeit, ein neues Ziel hinzuzufügen, Gewicht zu protokollieren, Aktivitäten hinzuzufügen oder zu starten, wenn du dann in eine einfache Tracking-Übersicht kommst. Über das erweiterte Menü kommst du noch zu deiner Zeitachse Einstellungen und Hilfe mit Feedback. In der Zeitachse kannst du zwischen Tages-, Wochen- und Monatsübersicht wechseln, sowie zwischen aktiven Minuten, Schritten, Kalorien oder zurückgelegter Distanz. Du kannst dir dann die einzelnen Berichte noch grafisch darstellen lassen, wo du einzelne Sportdaten ein- und ausblenden kannst. Google Fit ist wirklich einfach aufgebaut und für den etwas stärkeren Sportenthusiasten gibt es Google Fit nicht die nötigen Informationen. Da hast du die Möglichkeit, dein Google Fit mit Drittanbietern zu verknüpfen, wie beispielsweise den Runtastic Apps, welche dir dann mit zwei Apps noch besser deine Sportaktivitäten tracken können, um so noch mehr Leistung zu erzielen. Wie du Google Fit damit verbindest, erfährst du immer in der jeweiligen App. In den Einstellungen von Google Fit kannst du deine bevorzugte Sportarten verwalten und diesen eine Farbe zuordnen. Außerdem kannst du Angaben zu dir machen, welche beispielsweise für das Optimieren deines Kalorienbedarfs zum Vorteil sind. Außerdem kannst du deine Maßeinheiten einstellen und festlegen, was Google Fit im Detail von dir tracken darf. Abschließend kannst du noch ein paar weitere Einstellungen tätigen. Da Google Fit auf einige deiner persönlichen Daten zugreift, möchte ich noch einmal auf den Datenschutz von Google hinweisen, wozu du einen Link in der Videobeschreibung findest. Laut Googles eigener Aussage nutzen sie deine Daten nur für deine besseren persönlichen Erfahrungen, aber schlussendlich bedenke, dass sie alles mit deinen Daten anfangen können, was sie wollen. Aber mehr Informationen zum Datenschutz in der Beschreibung. Jetzt kannst du einfach anfangen loszulaufen und jeder deiner Schritte wird getrackt und du weißt, wie aktiv du dich verhältst oder eben nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, bewerte es doch und teile es mit deinen Freunden. Wenn du noch Fragen zu Google Fit hast, kannst du diese gerne in den Kommentaren stellen. Für mehr Tutorials zu den Google Produkten kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren und dir die Playlist der Google Live Tutorial Serie anschauen.